Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Micro-Let's Plays. Was machen wir als erstes? Wir gehen erstmal schlafen, denn es ist gerade in der Nacht. Und als zweites mache ich erstmal eine kleine korrekturmäßige Ansage, sage ich mal. Allerdings geht es aber nicht um mein Micro-Let's Play tatsächlich, sondern um das Video, das ich gestern hochgeladen habe. Wir sind hier fertig mit dem Brennen, das ist schon mal sehr gut. Es geht um das Video, das ich gestern hochgeladen habe. Gestern habe ich nämlich einfach mal so out of the blue ein Video hochgeladen, das quasi komplett unannounced war und blablablub. Das ist einfach, also sonst lade ich eben abwechselnd eine Folge Minecraft-Let's Play und eine Folge Cube-Let's Play hoch aktuell. Und gestern kam aber keine Minecraft-Let's Play-Folge, sondern Out of the Blue habe ich einfach spontan entschlossen, dass ich einfach mal ein paar Kisten in Team Fortress aufmache. Team Fortress 2 Crates. Für die, die nicht wissen, was das ist, Team Fortress 2 ist quasi der Vorgänger von CS, was Kisten angeht. Also bevor es in Counter-Strike Waffenskins und Kisten und Crates und hast du nicht gesehen gab es das schon lange vorher in Team Fortress. Und ich habe gestern einfach mal so ein Unboxing gemacht, so ein Unboxing-Video hochgeladen und aufgenommen. Einfach nur, weil ich da spontan auf Lust hatte. Du hast es aufgenommen. Aufgenommen habe ich es vorgestern und hochgeladen habe ich es dann halt gestern, logischerweise. Und ich habe ein Unusual gezogen, was echt unerwartet war, für die, die nicht wissen, was das wiederum bedeutet. Ich meine, falls ihr Counter-Strike nicht kennt, Counter-Strike Global Offensive, ich meine, A, wo lebt ihr? Unter einem Stein? Fragezeichen. Und B, wenn man da mega Glück hat, kann man da ein Messer ziehen, und ein Unusual zu ziehen aus einer Kiste ist quasi wie ein Messer zu ziehen in Counter-Strike. Also mega selten und mega krass. Ich habe gerade mal 30 Crates aufgemacht, was nicht billig ist, sagen wir es mal so, aber 30 Crates sind halt nicht viele Crates. Oder sagen wir es mal so, es sind nicht genug Crates, um quasi garantiert ein Messer zu kriegen oder so. Also ein Messer in Counter-Strike oder halt ein Unusual in Team Fortress zu kriegen. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass in 30 Crates eins dabei rauskommt. Eigentlich. Und ich war echt aus dem Häuschen und habe gesagt, dass das Unusual 19 Keys wert ist. Allerdings stimmt der Preis nicht so ganz. Sondern es ist nur 10 bis 11 Keys wert tatsächlich. Das habe ich nicht gesagt, damit das Video noch mehr gehypt ist oder sowas, sondern ich habe mich ganz einfach komplett vertan. Der Preis, der da steht von 19 Keys, also steht da wirklich auf der Main Trading Seite, sag ich mal, für Team Fortress Items. Das ist durchaus der Preis, der da steht. Allerdings ist der Preis nicht mehr ganz richtig. Es gab nämlich vor ein paar Monaten, es sind schon Monate. Es ist irgendwie Ende letzten Jahres gab es die sogenannte große Crate Depression bei Team Fortress 2. Da gab es, ich weiß immer noch nicht, wie Valve diesen Bug da ins Spiel reingekriegt hat, aber da gab es tatsächlich einen fetten Bug, bei dem bei ein paar bestimmten Kisten garantiert Unusuals gedroppt sind. Also du hast die Kiste aufgemacht und in jeder Kiste waren Unusual und logischerweise sind da die Preise komplett gecrashed. Die ganze Economy ist einfach kaputt gegangen deswegen. Und der Preis ist noch, ich hatte gerade ein bisschen Haar an meiner Maus, falls ihr euch gerade, oder unter meiner Maus, keine Ahnung, wo das drum herkommt, keine Ahnung. Falls ihr euch gerade gefragt habt und immer noch fragt, warum ich gerade so komisch an der Maus bewege und mich teilweise gar nicht bewege, das Haar ist immer noch da, WTF. So, jetzt ist es aber weg. Da ist die Economy ziemlich gecrashed und der Preis ist quasi noch alt von bevor die Economy gecrashed ist. Jetzt sind wir schon Level 25, sehr nice. Ja, und demnach ist der Preis nicht ganz richtig und das Ding ist eigentlich ein bisschen weniger wert. So ungefähr 8 Keys weniger, was ein gutes bisschen weniger ist, aber was soll ich tun? Und ich habe mich übrigens dazu entschlossen, das Ding zu verkaufen. Ich habe in dem Video gesagt, ich weiß noch nicht genau, ob ich es verkaufen werde. Ich werde es im Endeffekt verkaufen. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Unusual sonst machen soll. Vor allem ist es für Pyro und ich spiele nicht so dermaßen auf Pyro. Falls ihr übrigens öfters solche Unboxing-Videos von mir sehen wollt, ich weiß das ja nicht, aber vielleicht besteht da ein Interesse dran, könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass da ein Interesse dran besteht, weil es halt schon irgendwie ganz interessant ist. Ich meine, Man kann nicht jeden Tag mal eben, ich weiß nicht, wie viel Geld das umgerechnet wäre, 30 Keys habe ich ja verballert, also 30 Cases habe ich ja geöffnet. 30 mal 2,40 Euro oder sowas, also es sind irgendwie 60, 70 Euro, die ich verballert habe oder sowas. Man kann nicht jeden Tag mal eben so viel Geld verballern, deswegen ist es vielleicht interessant, anderen Leuten dabei zuzugucken, wie sie dumm genug sind, ihr Geld dafür zu verballern. Ich habe in dem Video bei uns aber auch erklärt, warum, also normalerweise würde ich sowas nie machen, so ein Gambling-Kram. Und ich rate euch auch davon ab, das zu machen, einfach nur weil, ich habe die Block-Sounds wieder an, die muss ich unbedingt ausschalten, sonst ist die ohrenbetäubend laut. So, unsere Zero-Tick-Farm hier. An der werden wir gleich weiterbauen. Mir fällt gerade auf, doch, Glas haben wir auch dabei, sehr gut. Erstmal müssen wir jetzt die Reihe an Cobblestones hier rausnehmen, da muss ich doch nochmal kurz zurück zum Haus. Ich habe nämlich vergessen, die Sick-Touch-Pickaxe mitzunehmen. Also ich würde euch persönlich nicht dazu raten, das auszuprobieren, das selber auch zu versuchen, Case zu öffnen, das ist nicht schlau. Ich habe das in dem Video übrigens auch erklärt, ich erkläre es auch jetzt hier nochmal kurz an der Stelle. Ich hatte das Geld, mit dem ich das aufgemacht habe, von so einer Umfrageseite. Du beantwortest Umfragen, kriegst dann da Punkte und kannst das dann letztendlich auszahlen lassen für echt Geld. Und ich wollte mir dafür eigentlich ein Messer in CS holen, aber letztendlich hatte ich nie genug Geld, um mir das Messer zu holen, das ich mir eigentlich holen wollte. Und habe das Geld nie ausgezahlt, das Geld war so quasi tot. Es war so, als ob das Geld nicht existieren würde quasi. Und ich hätte es sonst auch nie ausgezahlt, deswegen habe ich jetzt spontan vor ein paar Tagen entschlossen, ja komm, zahl es aus und verball es einfach auf Crates, du würdest das Geld sonst sowieso nie auszahlen.
Und so bin ich dazu gekommen. Aber ja, ich bin irgendwie geneigt, das normal zu machen, wenn ich das Unusual verkauft habe und die ganzen anderen Sachen. Ich habe übrigens gestern, wie gesagt, leichten Profit, vorgestern war das, habe ich leichten Profit damit gemacht und bin versucht, es einfach alles zu verkaufen und vielleicht nochmal so ein Unboxing zu machen, weil, keine Ahnung, ich bin blöd und habe da aber irgendwie Lust drauf. Es ist, wie gesagt, nicht unbedingt schlau, das zu machen, aber why not? For the YouTube-Content, haha. Ja, also ja, falls euch sowas interessieren sollte und falls ihr das sehen wollt, lasst mir natürlich lieben gerne ein Abo da. Falls ihr daran interessiert seid oder falls ihr einfach auch an meinem Minecraft-Let's Play generell interessiert seid, logischerweise natürlich auch, oder an meinem anderen Content und noch kein Abo da gelassen habt, lasst lieben gerne ein Abo da, dann kommt ihr nämlich in Zukunft Benachrichtigung, ist das richtig grammatisch? Ich weiß nicht. Wie auch immer, ihr bekommt dann in Zukunft oder zukünftigerweise, ich sag's jetzt einfach so, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob es grammatisch richtig ist, es sollte aber richtig sein, wahrscheinlich habe ich einfach wieder nur so ein Mega-Aussetzer in meinem Kopf. Da bekommt ihr dann auf jeden Fall Benachrichtigungen, wenn neue Videos von mir online gehen. Außerdem werden wir das Dach eventuell noch ein bisschen ändern. Ich sehe das gerade, ich war das letzte Mal in der letzten Folge schon unsicher, ob ich das so lassen will. Ich glaube, das werde ich noch ein bisschen ändern. Ein bisschen tweaken das Dach hier. Das sieht nicht ganz so hübsch aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder das sieht nicht ganz so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, generell. Aber ja. Falls ihr an meinem Content interessiert seid oder an zukünftigen Unboxing-Videos oder sowas, wie gesagt, lasst mir liebend gerne ein Abo da und natürlich nicht vergessen, die Benachrichtigung einzuschalten. Sonst bekommt ihr nicht immer Benachrichtigung, weil YouTube doof ist. Die bekommt ihr nämlich nur, wenn ihr, oder zumindest garantiert immer, immer nur dann, wenn ihr, ne, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Benachrichtigungen einschaltet. Und so, weiter und so fort. Wie machen wir das hier? Ich glaube, da baue ich auch einen Glasblock hier rein. Hier kommt das Aquarium übrigens rein. Ich will hier ein kleines Aquarium reinbauen, für die, die es nicht wissen. So. Ne, da oben, das lasse ich steinen. So, ja, das sieht so aus, wie ich mir vorstelle ungefähr. Dann bauen wir hier oben. Genau so machen wir das. Wir bauen hier oben. Oder? Ich glaube, so mache ich das ja. Wir bauen hier oben eine Reihe Steine hin. Bauen den Cobblestone hier wieder ab. Der soll da nämlich nicht hin. Und brauchen dann gleich noch ein bisschen Holz. Ich glaube, wir haben sogar noch genug Holz dafür. Und bauen dann hier so eine Reihe. Hoppala, das war falsch. So eine Reihe Wooden Logs hin. Ein paar Lim und ein paar Lamm. Zack. So, und dann kommt hier gleich die Glasscheibe rein. Aber erst gehe ich noch ein paar Fische holen. Die habe ich nämlich gerade auch nicht dabei, dummerweise. Die muss ich auch noch eben kurz holen gehen und dann ist das Aquarium gleich soweit. So ein kleines, es wird erstmal nur ein kleines Aquarium. Vielleicht werde ich es später noch erweitern und vergrößern, ich weiß es noch nicht genau. Aber einfach so ein klitzekleines, hübsches, schniekes kleines Aquarium kommt jetzt auf jeden Fall gleich rein. Weil, why not? Und ja. Aber ja, richtig krass, ich habe ein Unusual unboxed vorgestern. Das Video ist gestern online gegangen, deswegen vertue ich mich damit gerade immer. Aber ja, krass. Also echt krass. Und eventuell kommen da noch mehr so Unboxing-Videos in Zukunft. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Ich bin aktuell, wie gesagt, das Unusual am Verkaufen. Es ist ein bisschen schwierig, das zu verkaufen. Ich will es nicht für weniger als 10 Keys verkaufen. Und das beste Angebot, das ich bis jetzt gekriegt habe, ist 8 Keys, glaube ich. Und wir haben jede Menge Kelp. Ich habe gedacht, wir müssten noch mehr Kelp fahren, aber wir haben so viel von diesem ganzen Dried Kelp-Zeug mittlerweile schon. Oh boy. Es könnte also auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis ich das Unusual verkauft habe. Und wenn ich es dann verkauft habe, dann kommt vielleicht nochmal ein Video. Ich weiß noch nicht genau, so ein Unboxing-Video. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr das sehen wollt, falls ihr noch kein Abo da gelassen habt. Falls ihr eh schon eins da gelassen habt, super, ihr seid die Allergrößten und die Allerbesten und die Allertollsten. So, die Kakteen hier schmeiße ich mal hier in den Ofen. Und dann brennen die gleich zwei Öfen gleichzeitig. Sehr gut. Außerdem sollte ich vielleicht die grüne Farbe. Die grüne Farbe nehmen wir vielleicht und schmeißen das stattdessen einfach mal in die Truhe hier, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht ein bisschen ordentlicher sortiert hier. Was wollte ich eigentlich machen jetzt genau? Ich wollte mir jetzt hier Eimer holen. Und wir haben noch einen Eimer mit dem Fisch drin irgendwo. Eimer mit dem Fisch drin. Eimer mit dem Fisch drin, wo ist der? So ein Tropenfisch muss da drin sein, genau, da oben. So, und ich weiß nicht, was wir jetzt sonst noch für Fische nehmen, ist die Frage, die wir dann ins Aquarium reinschmeißen. Das gilt es jetzt gleich rauszufinden. Also hier gibt's. Hoppala, Fallschaden. Hier gibt es nur diese Fische. Diese Tropenfische gibt es halt nur in Ozean, meines Wissens. Und auch nur in bestimmten Ozeanbiomen, glaube ich. Oder Ozeanteilen, wie auch immer. Wo habe ich meine Eimer? Habe ich die nicht mitgenommen? 5 Eimer? Doch, da oben sind sie. 5 Eimerchen. Und damit gehen wir jetzt ins Wasser. Hoppala. Das war so nicht geplant. Und, na, muss ich irgendwie... Wie kann man den Fisch hier einsacken? Ah. Oh, muss man Wasser im Eimer zuerst haben? Das weiß ich gar nicht. Das könnte sogar sein. Wir sacken jetzt die ernsthaft Fische ein, auf jeden Fall. Vielleicht muss man schon Wasser im Eimer haben. Das könnte natürlich gut sein. So, ich weiß nicht, wie viele Fische wir haben wollen. Ich denke mal, 3 Fische klingt erstmal ganz gut, weil ich möchte gerne vielleicht später noch Tropenfische noch weiteren hinzufügen. Das heißt, 2 von denen und 1 Tropenfisch.
Okay, warum habe ich ja gerade so ein Fisch-Glitch-Geräusch gehört, WTF? Bin ich gegen den Fisch gegengeschwommen oder sowas? Oder das ist das Geräusch, wenn man die aufsammelt damit, mit dem Eimer vielleicht einfach. Nicht ganz sicher, weiß ich nicht genau. Aber ja, zwei Salmons und ein, was ist das letzte? Ein Tropenfisch. Klingt erstmal ganz gut. Genau, das Dach wollte ich gleich noch korrigieren. Ich werde jetzt mal ein paar Items jetzt vielleicht auch erstmal abladen, damit ich ein bisschen mehr Inventarplatz habe. Vielleicht gehen wir auch einfach erstmal zurück zu unserem Haus, gehen schlafen, laden dann da Items ab. Ich müsste nämlich noch ein bisschen mehr Wasser mitnehmen, um das Aquarium entsprechend auffüllen zu können. Außerdem will ich gerne eine Schere mir holen. Genau, und dann machen wir da ein bisschen Seegras und so einen Spaß rein ins Aquarium, weil Deko halt, so dekorativ einfach. Damit das Aquarium ein bisschen optisch schöner noch aussieht. Also erstmal gehen wir jetzt schlafen. Oder vielleicht gehen wir erst danach schlafen, das macht glaube ich mehr Sinn. Ne, den Cobblestone sollte ich nicht hier reinschmeißen, den dort auch nicht. Ja, schmeißen wir den Sand mal hier rein. Ich glaube, den Sand können wir ruhig hier reinschmeißen. Und den Cleanstone und das Glas werden wir noch brauchen, glaube ich. Die Glass Panes werden wir erstmal nicht brauchen. Ja, das ist erstmal genug Platz, glaube ich. Das Buch schmeiße ich auch einfach erstmal hier rein, whatever. Was wollte ich jetzt noch machen? Schlafen, Items wegpacken, Wasser holen. Ja, genau. Schere. Schere habe ich vergessen. Ja, aber die können wir auch nach dem Schlafenszelt einfach holen. Das ist kein Problem. Wo haben wir die Schere? Wo haben wir die Schere? Irgendwo hier haben wir eine Schere. Ich weiß genau, dass ich hier noch eine habe. Ich habe zwei Scheren. Eine ist in der Bienenfarm und eine ist hier. Ich weiß noch nicht, wo die hier sein sollte, ist. Das weiß ich gar nicht genau. In der Truhe hier. Nein, in der Truhe hier. Ich könnte schwören, ich hab's bestimmt locker eh schon gesehen. Ich muss ja schon gesehen haben, weil ich habe gerade in alle Truhen, die wir hier im Haus haben, reingeguckt. Hier drin vielleicht. Bin ich jetzt blind? Wo ist die Schere? Ich will jetzt nicht noch eine dritte craften. Ich würde es eigentlich die aus der Bienenfarm ungern da rausholen. Ich habe sie schon im Inventar. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich gucke so fünfmal alle Truhen, aber denk natürlich nicht dran. Vielleicht hast du sie im Inventar. Nein, das kann nicht sein. Unmöglich, dass die Schere schon im Inventar habe. Ein Ding der Unmöglichkeit. Garantiert nicht der Fall. Bestimmt nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, da haben wir schon mal das Wasser. Das werden wir gleich gebrauchen können. Dann tauchen wir erstmal kurz ein Stückchen hier rüber und ernten noch ein paar von den Pflänzchen hier ab. Eigentlich reicht eine sollte davon schon ausreichen, eine Kelbpflanze. Aber ich nehme einfach jetzt halt mal zwei mit und dann nehmen wir ein bisschen Seegras mit. So, das sollte reichen. Ich glaube, verschiedenes Seegras gibt es sowieso gar nicht von diesem Unterwasser-Seegras-Zeug. Da gibt es, glaube ich, nur diese eine Sorte und die kann man dann halt als hohes Seegras auch noch pflanzen, glaube ich. Das heißt, wie machen wir das? Wir pflanzen einen Block Kelp an, ein Stück großes Seegras, falls man irgendwie von Hand aus auseinanderstecken kann, und ein Stück kleines Seegras, das klingt ganz gut. Das Ei nehmen wir mit. Eine Chicken Farm können wir auch irgendwo hinbauen, eine Hühnerfarm. Ist ja auch ganz witzig, mal irgendwo eine hinzubauen. Ich weiß nur noch nicht so genau wohin, aber vielleicht bauen wir davon auch mal eine. Ich meine, wir brauchen nicht wirklich Pfeile oder sowas, aber das ist halt auch noch eine weitere gute Nahrungsquelle. Neben unserer Kuhfarm. Außerdem haben wir noch keine Tür hier eingesetzt. Im Haus haben wir eigentlich noch Türen, aber hoppala. So, im Haus hätten wir theoretisch gesehen noch Türen. Allerdings, wie mache ich das jetzt? Machen wir das einfach mal so erstmal soweit. Dann ein Glasblock, damit ich erstmal noch reinkomme. So. Im Haus hätten wir noch Türen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt lohnt, ist noch zum Haus zurückzurennen. Das, was ich jetzt gerade eigentlich sagen wollte. Mal sehen, mal schauen. Vielleicht crafte ich einfach neue Türen. Das ist, was ich damit sagen will. Vielleicht aber auch nicht. So, damit dürften wir das Wasser hier. Ne, haben wir nicht. Weil ich doof bin. Ich habe es vom Rand weggenommen, glaube ich. So, jetzt müsste das Wasser aber. Genau, perfekt. Jetzt das Wasser hier still platziert, I guess, falls es irgendwie Sinn macht. Habe ich Dirt? Dirt haben wir auch dabei. Ich glaube, wir füllen das jetzt einfach mal mit. Ja, wie machen wir das jetzt genau? Das Ding ist, ich will jetzt hier nicht gleich alles fluten und unter Wasser setzen. Ich werde das einfach mal so zubauen hier. So temporär. Und das hier ist dann unser Ausgang, I guess. Und dann bauen wir hier erstmal alles mit Glas. Ich hoffe wirklich, dass ich. Oh Gott, es geht schon los. Ich hoffe wirklich, dass ich das jetzt hier nicht falsch baue und dann gleich hier alles unter Wasser setze und dann die ganze halbe Farm wieder neu bauen muss. Die ganze halbe Farm, ja. Nicht die halbe Farm, sondern die ganze halbe Farm. Macht natürlich nur Sinn, das so zu sagen. So, wir nehmen mal den Eimer hier, I guess. Und platzieren den mal dahin. Dann nehmen wir hier das Wasser, platzieren das hier hin. Hoppala. Dann machst du das wieder doppelt rechtsklickt.
Das war so nicht geplant. So, bis zur Decke werde ich das Wasser erst ganz am Ende einziehen, logischerweise. Sonst kann ich hier drin gleich nicht atmen. So. Das ist hier schon stillgelegt jetzt hier alles? Ne, still ist noch ist nicht ganz still. Jetzt ist es still. So, wie viel Seegas haben wir? 4 Seegas haben wir. Also platzieren wir vielleicht. Nevermind, wir haben. Das Ding ist ein bisschen breiter, als ich in Erinnerung hatte. Ich platziere also einfach mal. Kann man das hier. Oh, kann man das mit Bone mealen, dass es größer wird? Habe ich Knochen dabei? Ich glaube, man kann es bestimmt größer Bone mealen. Bone mealen wir das mal. Ich hoffe mal, dass man das Bone mealen kann. Jawohl, kann man. Sehr gut. So. Und irgendwie vielleicht da noch einen hin und dann den einzelnen Kelp, den wir haben. Der sollte, glaube ich, auch nach oben wachsen dann. Den platzieren wir einfach mal hier hin. Und jetzt würde ich sagen, sind wir soweit, dass ich jetzt hingehen werde und das Ding hier komplett unter Wasser setzen werde gleich. Ah, ich nehme mal die Schaufel dafür. Die baut eh alles instant ab und ist eh fast kaputt. Whatever. So, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Genau, wir nehmen jetzt das Wasser hier, I guess, und platzieren es mal hier hin. Dann nehmen wir das Wasser, das kommt hier hin. Und das Wasser und das kommt hier hin, I guess. So. Sieht soweit gut aus. Ja. Okay, und jetzt platzieren wir noch einen letzten Block Wasser hier hin. Und damit kann ich hier atmen. Nein, kann ich nicht. Oh Gott. Es ist okay, wenn ich hier saufe. Es ist okay, wenn ich hier saufe. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Also wenn ich ein bisschen ersaufe. Ich will nicht komplett absaufen. Ich habe nämlich gerade 25 Level. Das wäre ein bisschen schlecht, aber ich glaube, wir haben das gerade ganz gut geregelt hier soweit. Jetzt müssen wir noch eine einzige Sache machen und das ist die Fische hier drin freilassen. So. Ich würde sagen, die packe ich am besten hier ganz in die Ecke. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und jetzt nein, nein, aus, böse, böse. Nein, du sollst nicht hier hingehen. Du gehst nicht hier hin. Du gehst fein von hier weg. So ist richtig. Nicht, dass uns hier die Fische noch ausbüchsen. So, jetzt haben wir aber 3 Fische in unserem Aquarium. Und ich glaube, wenn ich das hier soweit alles abgebaut habe an Dirt, was wir noch haben. Jawohl, so sieht's aus. Dann haben wir hier ein nettes kleines Aquarium. Das sieht nochmal ganz nett aus, würde ich sagen. Jetzt gucke ich mal gleich kurz, ob wir. Ja, komm, wir craften einfach ein paar neue Türen hier. Whatever. Whatever. Man braucht eh zwischendurch immer wieder mal Türen. Ist also nicht schlimm, wenn wir noch ein paar Türen mehr Überschuss. Türenüberschuss haben. So, platzieren wir die Tür. Zack. Und jetzt würde ich sagen, wie leuchten wir das hier aus? Wir könnten das mit Laternen ausleuchten. Wir könnten es auch mit Glowstone ausleuchten. Bevor ich irgendwas ausleuchte, das Dach wollte ich ändern. Das werde ich jetzt auch gleich ändern. Erstmal gucke ich nochmal kurz, ob mir das Aquarium auch wirklich gefällt. Aber das sieht ganz nett aus, so finde ich. Da oben ist ein bisschen dunkel. Da stellen wir vielleicht einfach Fackeln hin. So, dass man die aber nicht sehen kann. Weil ich will das eigentlich nicht mit Fackeln ausleuchten. So, wie machen wir das? Machen wir das mit Slabs oder machen wir das... Ich habe da so eine grobe Idee, was ich machen will. Dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz, aber... Also erstmal stacken wir kurz alle Eimer zusammen. So, die Leaves breaken wir kurz. Ich werde die Block-Sounds jetzt noch kurz auslassen, weil wir jetzt ja natürlich noch ein bisschen arbeiten werden an dem Haus hier, logischerweise. Sind wir noch nicht mit fertig. Aber ich denke mal, spätestens in der nächsten Folge werden die Sounds dann wieder voll an sein, also auch die Block-Sounds. Also keine Sorge, falls ihr euch wundert oder ärgert. Na, Motto, das macht kein Geräusch, wenn du machst klopp, klopp auf Holz und dann droppt da Holz draus, aber du machst nicht Geräusch von Kloppen her. Was ist das für Scheiß? Keine Sorge, ich mach die Block-Sounds spätestens in der nächsten Folge wieder an, wenn wir da fertig sind mit dem Haus. Das ist, wie gesagt, ist nur aus, weil ich da jetzt ziemlich häufig sind wir jetzt da hinten bei der Farm halt, bei der Zero-Tick-Farm. Und immer wenn wir da in der Nähe sind, höre ich ohrenbetäubende Pisten-Spam-Geräusche. Ich glaube, für euch sind die, wie gesagt, jetzt nicht mehr so laut, also es sind immer noch so laut wie vorher. Aber ihr müsst die Videos jetzt nicht mehr so laut drehen, weil mein Mikro jetzt lauter ist einfach und nicht mehr so trashig ist wie mein altes Mikro. Aber ja, es ist für mich halt immer noch ohrenbetäubend laut. Ich meine, ich könnte es einfach ganz leise drehen. Aber es sind einfach dumme Pistengeräusche, die extrem ohrenbetäubend laut sind. Deswegen werde ich das einfach nicht tun. Ich werde es einfach auslassen, so wie es aktuell ist und gut ist. Ich denke, das ist durchaus in Ordnung. Ist das die Silk Touch? Ja, das ist die Silk Touch Spitzhacke. Ich will die hier aber lieber haben gerade. Und dann werden wir nun hingehen und werden jetzt Folgendes tun. Wir werden den Setzling hier aufsammeln for no apparent reason at all. Abgesehen von der Tatsache, dass ich den Setzling aufsammeln will, weil
Der liegt auf dem Boden und mein Kopf sagt mir, sammle den Setzling auf. Weil natürlich. Keine Ahnung. So, wir brauchen jede Menge Holztreppen. Wir haben bestimmt sogar noch Holztreppen im Raum fliegen, aber jetzt habe ich Holz gesammelt. Jetzt habe ich das Holz eh schon gesammelt, hoppala. Jetzt habe ich das Holz eh schon gesammelt, dann ist es auch schon egal, ob wir noch irgendwelche haben oder nicht. So, und jetzt bauen wir uns kurz eine kleine Rampe. Ja. Das hätte man jetzt wahrscheinlich auch idealer bauen können, aber whatever. So, und jetzt gehen wir mal kurz hin und machen Folgendes. Bauen jetzt mal eben kurz die ganzen Randtreppenstufen ab. So. Und auch diese hier. Goddammit, das war so nicht geplant. Okay. Komm her, Treppe. Nein, aus, böse. Böse Treppe. Platzieren jetzt stattdessen hier überall Holztreppenstufen hin. Ich hoffe, dass es am Ende gut aussieht. Ich kann es euch nicht garantieren. Und danach werden wir noch ein bisschen. Also eigentlich ist es dumm, dass ich das bis nach ganz hier oben gerade mache. Ich glaube, ich werde es auch nicht bis nach ganz oben jetzt machen. Ich würde sagen, ab hier so. Also baue ich hier direkt wieder ab. Ja. Well. Ab hier so werden wir einfach Slabs benutzen gleich. Es wird schon wieder gut dunkel. Okay, ich sollte mich vielleicht ein bisschen dann beeilen, was mit dem, was ich gerade mache. Das hier bauen wir auch komplett ab. Den unteren Rahmen mache ich komplett aus Holz, glaube ich. Den unteren äußeren Rahmen. Das werden komplett Holztreppen hier. So, die baue ich noch schnell ab. Dann sammeln wir, goddammit, dann sammeln wir die schnell eben schnell auf. Die ganzen Treppenstufen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sammeln wir die einfach erst jetzt schon auf und bauen den Rest gleich einfach ab. Und dann gehen wir erst jetzt eben erstmal schnell schlafen. Es wird gerade jetzt schon wieder ziemlich schnell dunkel. Und danach werden wir dieses Haus hier gleich endgültig fertigstellen in dieser Folge. Ja, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir sind bei 22 Minuten oder sowas um den Drehaufnahmezeit. Also wir haben noch ein paar Minuten. Ich denke mal, das werden wir in der Folge noch schaffen. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, werde ich dann halt leicht überziehen, die Aufnahmezeit. Das ist schon okay. Das stört mich nicht. Und falls ihr euch fragt, what, 22 Minuten Aufnahmezeit? Leicht überziehen, wovon redet der? Das ist doch voll die lange Folge. Ja, herzlich willkommen zu meinen Videos. Du bist vermutlich neu hier. ja, meine Folgen sind meistens 25 bis 30 Minuten ungefähr lang, meine Let's Play-Folgen, weil, keine Ahnung. Das Ding ist, in 15 Minuten, also ursprünglich waren meine Folgen, ich glaube, 10 bis 15 Minuten lang, so aus dem Dreh. Da habe ich auch schon häufig immer ein bisschen überzogen. Ich hatte auch ein, zwei Mal Kommentare gekriegt von Leuten, die dann so geschrieben haben. Ja, AW, genau. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall auch in die Chatbox schreiben. AW. Ich habe zwischendurch immer wieder mal Kommentare gekriegt von Leuten, die so meinten, yo, mach doch mal deine Folgen länger, die sind so kurz. Und ja, ich hatte halt auch selber das Gefühl, irgendwo so, dass man in 15 Minuten irgendwie nicht viel geschafft kriegt. Deswegen habe ich beschlossen, ich lade einfach längere Folgen hoch. Und deswegen sind meine Folgen immer so lang. Aber ja, falls euch meine Videos gefallen, wie gesagt, das gerade eine neuartige Information ist, oder eine neue Information ist für euch, weil ihr halt, ne, neu seid auf dem Channel hier. Wie gesagt, lasst mir lieben gern ein Like da oder ein Abo da oder einen Kommentar da. Eigentlich wollte ich direkt sagen, ein Abo da, weil das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht. Ein Like da zu lassen, weil ihr neu seid, macht nämlich keinen Sinn. Aber lasst mir lieben gern auch ein Like da, weil ihr neu seid, weil mein Kopf hat gerade mal wieder den Logikprozessor komplett ausgeschaltet bei dem Satz. Ja, anyways. Aber das habe ich eh schon gesagt. Ich versuche das nur aktuell in jeder Folge so ein, zwei Mal zu erwähnen mit dem Abonnieren, ganz einfach nur, weil man die Leute dazu auf YouTube immer so ein bisschen motivieren muss, sage ich mal, weil sie es sonst einfach nicht tun. Habe ich so das Gefühl zumindest. So als Fun Fact für euch, ich bin mir sicher, es gibt ein, zwei von euch, die es einfach nervt, dass ich es so oft sage. Deswegen werde ich jetzt einfach mal als Fun Fact erwähnen. Seitdem ich das pro Video immer so ein oder zweimal erwähne, geht meine Abozahl tatsächlich leicht hoch, beziehungsweise stagniert jetzt vorweise einfach radikal am Runtergehen, weil meine ganzen alten Abonnenten halt auch alle immer noch am Deabonnieren sind teilweise, weil ich plötzlich wieder hochlade nach 5 Jahren Upload-Pause oder so. Deswegen habe ich um und zu viele Abonnenten, also 3000 Abonnenten und nur 10 Aufrufe pro Tag oder sowas aktuell. Das sage ich jetzt und irgendwie in 3 Jahren hat jedes dieser Videos irgendwie 1000 Aufrufe und alle fragen so, wovon laberst du das Video? 1000 Aufrufe, Bruder. WTF. Was du labern? Nee, aber ja, zum aktuellen Zeitpunkt, an dem ich das hier gerade aufnehme, kriegt jedes meiner Videos so 10 bis 20 Aufrufe, vielleicht. Also 20 bis 30 Aufrufe sind also die Videos, die richtig gut laufen, die richtig viele Aufrufe kriegen. Die Videos, die nicht so viele Aufrufe kriegen oder die so durchschnittlich sind, kriegen nur so 10 bis 20 Aufrufe halt. Also nicht wirklich viele. Und ja. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann und dann haben die Videos plötzlich alle sehr viele Aufrufe. Das ist gut möglich. Und dann werde ich in den Kommentaren laufend irgendwie von Leuten gefragt: Yo, warum erzählst du irgendwas von dir ganz viel auf? Wenn ich aufrufe, du hast viel Aufruf. WTF, Bruder. Ich weiß übrigens auch nicht, was ich heute mit dieser komischen
komischen, strangen Akzentstimme habe. Ich glaube, das habe ich gerade schon zum zweiten oder dritten Mal in der Folge gemacht. Heute habe ich es irgendwie damit, ich weiß auch nicht. Aber ja. So, gleich haben wir den äußeren Holzring hier unten schon mal fertig. Dann müssen wir nur noch nach oben hin ein bisschen was verändern. Und dann haben wir das hier gleich auch soweit. Ich glaube, einen Holzblock habe ich gerade vorhin falsch platziert hier unten irgendwie. Habe ich den schon abgebaut oder nicht, ist die Frage. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nee, habe ich nicht. Habe ich doch richtig in Erinnerung gehabt, dass ich die Holztreppenstufe noch nicht abgebaut habe. Goddammit. Ich hasse meinen rechten Maustaste. Ich hasse sie wirklich sehr. Also, wieder erneut, für die, die neu sind auf meinen Videos, bei meinen Videos, bei meinem Content, wie auch immer. Bei meiner aktuellen Maus ist die rechte Maustaste ein bisschen kaputt und dann platziert sie gerne mal zwei Blöcke auf einmal, anstatt einen Block zu platzieren, wie ich es eigentlich vorhatte, weil sie ist kaputt. Sie doppelklickt halt manchmal. Ich weiß nicht genau warum. Ich werde mir auch bald wahrscheinlich eine neue Maus zulegen, weil mich das selber mega stört. Außerdem haben wir jede Menge Cobblestone Stairs jetzt über. Wegen der. Ah! Rechte Maustaste, please. Wegen der Veränderungsaktion hier am Dach. Was ziemlich nice ist. I don't mind that at all. So, 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 so und so. Zack. Und dann reichen, glaube ich, die Treppenstufen eventuell sogar tatsächlich aus, so bis hierhin, oder? Also das sind 1, 2, 2 Holztreppenstufen hier und dann 2 Holztreppenstufen hier. Habe ich da auch schon 2 angebracht? Nein. 1 und 2. Und den Rest hier oben reißen wir jetzt radikal komplett ab und ersetzen den mit Slabs, weil Slabs. Nicht weil Slabs, aber ihr wisst, was ich meine. Weil das Dach einfach sonst irgendwie ein bisschen doof aussieht, fand ich zumindest und finde ich halt auch immer noch. Wir werden außerdem auch ein paar Holzslabs brauchen, die werde ich jetzt auch mal kurz herstellen. Ich weiß nicht genau, wie viel wir da brauchen werden. Ich werde einfach mal. Ja, das sollte genügen. 18 Slabs sollten genügen. Und Cobblestone Slabs habe ich auch keine, merke ich gerade. Das heißt, wir stellen nochmal kurz ein paar Cobblestone Slabs her. So. Davon werden wir aber definitiv mehr brauchen, actually. Ja, 54 klingt gut. 54. 54 klingt nach einer guten Anzahl an Cobblestone Slabs auf jeden Fall. Habe ich alles an Holzblöcken? Oh mein Gott. Rookie Mistake. Wir werden noch kurz einen Baum fällen müssen. ja, ich habe gerade alles in Holz konvertiert. Das war nicht Sinn der Sache. Ich habe irgendwie nicht dran gedacht, dass ich teilweise auch ganze Holzblöcke brauchen werde, wenn ich mit Slabs baue. Daran habe ich nicht gedacht. Aber ja, da ist gerade einer gewachsen. Direkt in meinem Gesicht. Direkt neben mir, in meiner Fresse. Ist ja gerade ein Baum gewachsen. Hoppala. Damit hat sich unsere Steinaxt jetzt auch verabschiedet, was eh nicht schlimm ist, weil die wollte ich einfach nur loswerden. Ich weiß gar nicht, warum ich eine hatte. Ich glaube, ich hatte wahrscheinlich gerade kein Eisen dabei und habe einfach mir eine provisorische Axt gecraftet. Das ist irgendwie die einzige Erklärung, die ich mir gerade selber geben kann dafür, warum ich nur in Anführungszeichen eine Steinaxt dabei hatte. So, das konvertieren wir alles. Damit sollten wir jetzt aber genug haben, genug von allem. Und sollten das jetzt hier fertig bauen können. Zack. Und jetzt kommen hier überall Cobblestone Slabs hin. Ich glaube, wenn ich kräftiger. Ich weiß nicht, wie laut ihr das hört, wenn ich jetzt so kräftig mit der rechten Maustaste klicke. Aber als Fun Fact, ich glaube, wenn ich kräftig klicke, ist es tatsächlich so, dass die Maus seltener doppelklickt. Deswegen mache ich das vielleicht einfach mal. Oh, das sieht man von innen dann das Holz hier. Das ist ein bisschen doof eventuell. Das ist tatsächlich eventuell nicht ganz viel geplant, aber wir können ja gleich mal von innen einfach gucken, wie das aussieht. Stimmt, und Beleuchtung. Beleuchtung, ja gut, dann werden wir das erst nennen. Also dann werden wir vielleicht doch nicht ganz fertig werden, diese Folge. Weil das Ausleuchten werde ich dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge machen, aber das ist halb so dramatisch, glaube ich. Finde ich, denke ich. Ich denke mal, dass das nicht so schlimm und dramatisch ist. Wenn wir das noch nicht so ganz in dieser Folge komplett fertig kriegen. Ja. So. Das ist das, was ich sagen wollte, genau. Also, wie machen wir das jetzt hier? Cobblestone Slab. So. Also, hier kommen schon mal Holzslabs hin, auf jeden Fall. Und ich platziere mit Absicht Cobblestone Slabs, weil ich. Oh, ich hasse meine rechte Maustaste. Ich hasse sie so sehr. Die kann ich nämlich schneller abbauen, wollte ich gerade sagen, als die Holzslabs. Und dann habe ich wieder gedoppelklickt aus Versehen. Und ja. So, kommt jetzt hier. Doch, in der Mitte sollte ich. So, sollte ich auch Cobblestone Slabs hin platzieren, denke ich mal. Das macht irgendwie mehr Sinn. Vielleicht sogar. Vielleicht platziere ich in der Mitte sogar ganze Blöcke hin, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das lassen wir mal so. So, wie sieht das jetzt aus, das Dach? Das sieht auf jeden Fall schöner aus, finde ich. Oder netter aus. Das sieht nicht so komisch, basic, mein erstes Minecraft-Haus mäßig aus. Wo sind die Blöcke, die hier rein? Hier sind ein paar Blöcke reingedroppt auf jeden Fall. Sind die vielleicht einfach in die Truhe rein, auf den Hopper? Nee, okay, keine Ahnung. Vielleicht sind die auch einfach auf den Kaktus gefallen oder hier oben drauf. Das kann auch gut sein. Ah, da oben liegt was, ja. Hä? Hey,
Ich habe gerade irgendwas aufgesammelt. War das der Kaktus? Ich habe Kaktus aufgesammelt. Okay, whatever. Dann wird der Cobblestone da oben halt einfach despawnen. Ist auch okay, ist auch nicht so dramatisch. Dann würde ich sagen, um diese Folge zu beenden, werden wir kurz, wie gesagt, ausleuchten werde ich das hier noch nicht. Aber ich werde das hier oben schon mal ausleuchten. Hier, wo man das eigentlich später, wo man das eigentlich nicht sehen kann, dass es nicht so schlimm ist, dass es ein paar Holzblöcke sind. Ich werde das jetzt hier oben mal ausleuchten und zwar so, dass man das später auch nicht sehen kann. Actually habe ich nur eine Fackel dabei. Wo ist die Tür? Ich platziere jetzt einfach mittig die Fackel. Ah, wir können den Cobblestone doch aufsammeln. Haha. Hä? So. Und hä? Goddammit. Wieder runtergefallen. Wo ist die Tür? Da. Okay. Da ist die Tür. Wir platzieren das schön mittig. Einfach hier hin. Ich denke mal die Fackel. Ja, wir platzieren die hier an die Wand. Da sieht man sie, glaube ich, noch ein bisschen weniger. Und selbst wenn man sie jetzt sehen können sollte, heißt, ist das halb so dramatisch. Ist nicht so schlimm, wenn man das eine Fackel oben sehen kann. Aber der Sinn der Sache ist, ja, doch, man kann es von hier aus halt sehen, aber man muss schon wissen, dass da eine Fackel ist, um so zu sehen. Wie auch immer, damit haben wir das da oben schon mal ausgeleuchtet, dass da oben schon mal nichts spawnen kann. Hier drin werde ich vielleicht in den Ecken oder so oder einfach irgendwie hier hin oder keine Ahnung, irgendwo hin werde ich auf jeden Fall hier drin vielleicht Glowstone platzieren oder vielleicht einfach Laternen einfach irgendwo hier hinhängen. Ich weiß noch nicht genau. Das Ausleuchten ist das Letzte, was wir auf jeden Fall noch machen müssen. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Palim und Palam, das werden wir kurz alles entfernen, hier die ganzen Dirtblöcke. Und damit ist das Haus aber ansonsten hier schon mal soweit fertig. Ich werde nochmal kurz ein paar Kaktus-Stacks, ein paar Kakteen mitnehmen hier an der Stelle. So, den können wir auch noch mitnehmen. Und die schmeißen wir dann gleich auch alle prompt und direkt wieder in den Ofen in unserem Haus. In die Öfen, in den Ofen, in die Öfen, wie auch immer. Außerdem kann ich jetzt schon mal die Block-Sounds für die nächste Folge wieder anmachen. So, sonst vergesse ich das noch. Ja, und ich würde sagen, wir werden die Folge jetzt dann beenden, dass wir kurz die restlichen Baumaterialien einfach da hinten in unser Kistensortiersystem reinschmeißen. In diesem schönen Haus da hinten. Im rot-weißen Haus da hinten. Und danach um ehrlich zu sein, werde ich, glaube ich, die Folge einfach da im Kistensortiersystem Haus beenden. Denn, ja, ich habe schon wieder leicht die Aufnahmezeit überzogen. Mit leicht meine ich um 2 Minuten. Ich habe es soeben nachgeguckt. Um circa 2 Minuten. Das heißt, wir werden einfach jetzt gleich hier die Aufnahme beenden. Ich werde schon mal die Abmoderation anfangen, weil die immer ewig lange dauert bei mir, weil ich doof bin. ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen, wie eigentlich immer. Ich habe immer mega Spaß daran, aufzunehmen. Was Let's Plays und YouTube-Videos generell angeht. Und ich hoffe, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Falls ihr, wie gesagt, noch kein Abo abgeschlossen habt und ihr bis hierhin geguckt habt, hat euch die Folge ja höchstwahrscheinlich ganz gut gefallen. Deswegen lasst mir in dem Fall lieben gerne ein Abo da, denn irgendwie der Großteil der Leute, die meine Videos gucken, haben tatsächlich noch kein Abo auf meinem Kanal abgeschlossen. Deswegen hier an der Stelle nochmal der finale Shoutout in dieser Folge. Lasst mir doch lieben gerne ein Abo da in dem Falle. Wie auch immer, ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal von euch mit diesem Cave-Sound, der irgendwie aus der Richtung kommt anscheinend. Wie auch immer, ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Rest Morgen, Mittag oder auch vielleicht einen Rest Abend oder vielleicht sogar eine Rest Nacht. Ich weiß ja nicht genau, wann ihr diese Folge guckt. Damit verabschiede ich mich, wie gesagt, von euch. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschö. Fällt euch!